manchmal kackt schwanger sein schon an. Ich würde auch wieder mal gerne saufen oder säckeln oder mega wild tanzen. Aber es geht ja vorbei. Darf ich mir deinen Bauch anlangen? Ja, wenn du jemand bist, der mich kennt und den ich gerne habe, dann darfst du meinen Bauch anlangen und sonst lieber nicht. Schwangere essen wild durcheinander. Nein, das wird einem ja eher mal ein bisschen schlecht. Ich habe eher weniger durcheinander gegessen als sonst. So das mit den sauren Gurken. Ja, Schwangere sind sehr vergesslich. Zum Beispiel sage ich einen Satz und habe eine Sekunde später vergessen, was ich gesagt habe. Oder ich vergesse SMS zu beantworten oder zurückzuläuten. Und zwar wirklich. Das kommt mir dann so zwei Tage später so, ui, ich hätte sollen. Schwangere sind voll nicht unsexy. Ich meine, schau mal. Nein, Schwangere sind wunderschön. Die Sexiness wird vielleicht irgendwann schon ein bisschen kleiner. Eben. Je grösser der Bauch, desto sinnlicher. Ich finde, in der Schweiz haben es die Schwangeren überhaupt nicht easy. Man muss irgendwie bis zum Tag der Geburt arbeiten. Und du hast nachher 3 Monate Mutterschaftsurlaub, was extrem wenig ist. Die Schweiz ist sehr rückständig, was das angeht. Ich habe schon mal geboren, also ich weiss, ja, es tut huere weh. Ich meine, da kommt das Kind raus. Logisch tut es huere weh. Aber das Geile ist, dass du weißt, warum es weh macht. Und das finde ich, macht den Schmerz viel, viel erträglicher. Und du hast Hormone, die in dir eigentlich so eine Art Flash auslösen. Das heisst, du bist auch recht drauf bei der Geburt. Die Vorstellung, dass die Geburt so ein kleiner und wunderbar sauberer Vorgang ist, das stimmt so nicht. Einerseits kommt das Kind raus, aber es kommen dann auch noch andere Sachen raus. Man kotzt, man schießt. Es ist ja alles, muss sich alles entleeren, damit man mehr Platz hat. Und das passiert manchmal vorher, das ist dann die schöne Version. Und manchmal halt auch währenddessen. Also bei allem, was mühsam ist und anstrengend und Angst macht an einer Schwangerschaft oder auch an einer Geburt. Wenn dann das Kind da ist und die Liebe zu dem Kind erwacht, das blendet alles andere aus.